Herzlich willkommen bei The Forest. Wie ihr seht, wir fangen wieder von vorne an. Ich bin diesmal nicht alleine, beziehungsweise ich spiele nicht alleine, beziehungsweise ich spiele gar nicht. Das macht nämlich eine andere, die sich jetzt vorstellt und ich werde nicht so viel reden. Spiele. Ich mich doch schon. Arisa. Und er hält mir direkt das Mikrofon in die Fresse, sodass ich gar nicht. Sie ist nur unfähig, darüber hinwegzukommen. Ich bin nicht unfähig. Sitze gerade, geh näher ran an das Mikro und berühre das Mikro. Es will es nicht. Du spürst es doch richtig. Du willst es doch. Und außerdem drück Space. Ich will den ganzen Scheiß nicht sehen. Ich wollte aber den ganzen Scheiß sehen. Den hast du schon. Ach, hast du nicht gesehen. Nee, hab guck ich nicht mal, gesehen. Guck meine vorigen Let's Plays. Da siehst du es. Das allererste Let's Play. Da siehst du es auch. Nee, verkackt. Oha. Oha. Okay, okay, wir bluten. Wo ist überhaupt unser alter Spielstand? Der alte Spielspalt gibt es natürlich nicht mehr, weil ein neues Update ist rausgekommen und wie wir alle wissen, alles futsch. Also die zwei Folgen, die davor waren, wo ich aufgebaut habe, alles weg und ich hatte jetzt keine Motivation, das nochmal anzufangen. Ich wollte eine längere Pause machen, da kam Arisa vorbei und ja, sie wird jetzt das machen. Ich werde ein vorgefertigtes Haus nehmen. Du kennst mich. Ich mache mir das Leben nicht so schwer wie du. Ich werde jetzt hier erstmal schön alles einsammeln. Ich stelle mich schon wieder an wie so ein Amateur, aber ich kann damit. Naja, leben. Man ist, was man ist. Sei du mal leise da hinten in deiner Ecke. Kein Mitrederecht. Ganz leise da hinten. Und wie ich gerade sehe, neues Update. Und was ist passiert? Die FWAPs, also die FPS, ist noch weiter runtergegangen. Nicht FWAPs, FPS. Von anfänglich 18, dann auf 13, jetzt auf stolze 10. Wow, ich habe ein Steinchen aufgehoben. Wo war Ivas, ne? Tada! Ich bin so gut, ich hab's mir gemerkt. Ja. Kann man jetzt Vögel essen? Was? Wir müssen uns jetzt erstmal hier was zum Essen suchen. Kein Snickers? Oh. Nehmen Sie die Medizin, weil die Lebensanzeige ist ziemlich gering. Medizin? Links vor dem Rucksack. Und wie ich gerade sehe, Medizin macht nicht mehr voll. Super. Es gibt natürlich nichts Schöneres. Ich sehe keinen einzigen Fisch, doch. Dann kriege ich einen Speer her. Am Strand. Oder beim anderen Teich. Du bist ein Scherzkeks. Selten habe ich so viel gelacht. Der Baum will natürlich mal wieder kuscheln. Das ist wieder so klar. Ja, jetzt leckt es ein bisschen hier rum, das Spiel. Das fängt schon mal gut an. Es wird noch immer lecken, weil das Update die Performance irgendwie nicht mit meinem Rechner überall. Schon am Anfang hat es noch gepasst, aber pro Update geht es immer weiter runter, die Performance. Keine Ahnung warum. Aber es wird einfacher. Wenn ich daran gewöhnt, dann ist es einfacher. Sobald es wieder normal spielbar ist, wird schwerer. Weil dann die Gegner halt eben sich schnell bewegen und nicht mehr langsam, so ruckartig. Kannst dich nicht mehr vorbereiten. Ach, als ob ich mich von irgendwelchen Gegnern hier aufhalten lasse. Ich würde gern wissen, wie ich zum Strand komme hier. Ich würde mal vorschlagen, laufen und nicht stehen bleiben. Ach, du bist wieder so lustig heute. Selten habe ich so wenig gelacht. Selten, wirklich selten. Ein paar Blümchen einsammeln. Geh mal nach rechts, da sollte der Strand sein. Rechts? Mhm. Und jetzt immer geradeaus. Ich gebe mein Bestes. Da ist wieder ein toter Baum. Und eine alte Freundin. Ich glaube, sie mag uns nicht mehr. Kriegt jetzt erstmal aufs Maul. Wobei.
krieg ich aufs Maul von der. Ich hab keine Ausdauer. Was ist denn das? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Oh Gott. Ich hab keine Übersicht. Die Musik ist so dramatisch. Herzlichen Glückwunsch, du bist tot. Danke, ich hab's mitgekriegt. Tja, Leute. Das war jetzt wirklich lustig. Das hat jetzt wirklich viel Spaß gemacht. Viel Spaß beim Rauskommen. Dafür haben wir ein paar Sachen gefunden, hm? Der René hilft uns natürlich gerne beim Rauskommen. Nein, du spielst alleine. Immer noch so ein Arschloch wie früher. Sorry an alle Kinder, die das hören. Ihr habt nicht hingehört, ja? Kinder würden so oder so das nicht angucken, weil er ist ja ab 18. Als ob sich irgendjemand daran hält. Ich hoffe. Letztendlich ist es mir auch egal eigentlich, aber du kannst ja die Leiche etwas näher zeigen. Die spannende Leiche. Von vorne und hinhocken. Wo hocke ich mich denn hin? Steuerung. STRG, ganz unten links. Ein wunderschöner Augenblick. Sowas will man immer haben, kurz bevor man einschläft. Er sieht noch menschlich aus. Guck mal noch, ob du eine Taschenlampe hast. Hast du nicht? Okay. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin arm. Gut. Achso, blocken ist rechte Taste, weil du es da bei dem Kampf nicht eingesetzt hast. Ich hab's vergessen, lass mich doch in Frieden. Gott verdammt. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. So ähnlich wie Dark Souls, wenn du es auf PC spielen würdest. Bin ich aber besser als du in Dark Souls. Nur weil du Dark Souls einmal durchgespielt hast und ich noch nicht. Ich hab Dark Souls 10 Mal durchgespielt. Ich hab Beyond Good and Evil über 20 Mal durchgespielt. Oh, da fühlt sich jetzt aber jemand toll, ja? Ist so egal. Ich finde, diese Diskussion muss ich hier nicht mit dir ausweiten. Ich meine, du spielst Dark Souls, hast mehrmals durchgespielt als ich, also muss dein Timing perfekt sein. Hört ihr das, wie frech er zu mir ist? Was denn? Was ist das denn? Eine Lampe, die du nicht aufnehmen kannst. Also eine Taschenlampe, die du nicht aufnehmen kannst, was noch das ist unsinniger drin. Ist. Ich glaube, dir geht's gut. Die hängt gerade eine Runde ab. Danach wären wir jetzt auch voll. Runde abhängen. Was meint ihr? Jetzt mal so ein schönes Rundchen abhängen. Das wär's doch jetzt. Unser schön zusammengebautes Haus im alten Spielstand. Alles futsch. Alles futsch. Komme ich hier nicht, ja? Nope. Lass mich doch in Frieden. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind tot und 0 Tage überlebt. Die 2 Tage. Also 2 Tage. Woher kommen die 2 Tage? Ich bin gut, ich habe 2 Tage überlebt. Okay, Jungs und Mädels, ich glaube, ich versuche es jetzt nochmal und hoffe, dass es jetzt. Was glaubst du, wirst es nochmal versuchen? Und durch Sponsorung von Arisa dürft ihr jetzt den Ladebildschirm sehen. Ja, ja, ich kann alles besser und fühle mich wirklich toll gerade, wa? Nee. Nicht alles, nur dieses Spiel gerade. Ich habe aber länger gespielt, also. Lass mich mal einspielen, dann wirst du sehen, wie gut ich bin. Kommt mir glatt schon wieder. Wah. Nee. Beim ersten Mal hast du besser gespielt. Ja, Jungs und Mädels. Verflucht, Leertaste. Gott verdammt, darf ich jetzt mal dieses Video gucken? Dieser Typ verarscht mich, echt. Nee. Manchmal hab ich echt das Gefühl, ihm eine reinzuhauen. Aber bitte nicht nachmachen, ja? Bitte nicht nachmachen. Gewalt wird nämlich nicht genehmigt. Ganz schlimme Sache. Ne? Bist du da meiner Meinung? Vergiss den PDA nicht. In was? Geh weiter hinten. Ja, hätte ihn mal nicht so. Danke.
Wow, ich habe einen Stein gefunden. Oh, was zum Essen. Sind wir jetzt erstmal gestillt? Okay, hier war Blocken. Richtung Strand. Finde es raus. Das war keine Frage, das war eine Antwort. Eine Aussage. Ja, finde den Strand. Ja, ich finde den Strand schon. Lass mich im Frieden. Ihr denkt jetzt bestimmt, ich bin voll schlecht, aber ich muss mich erst wieder einüben und dann geht das auch schon wieder. Ich habe irgendwie das schlechte Gefühl, dass ich in die falsche Richtung latsche. Aber mein Kumpel hier gibt mir ja keine Aussage. Ich vertraue auf dein gutes Gameplay. Das ist wieder einer seiner guten Jokes. Damit fühlt er sich gut heute, wenn er mich verarscht. Weißt du, dass sowas echt verletzend ist? Du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Es ist unglaublich, ich finde nichts zu essen. Rein gar nichts. Lebt ihr? Nein, der hängt am Spieß. Sieht zumindest danach aus. Okay. Ich hasse diese Musik. Ist grauenhaft. Stinkt schon wieder was danach, dass jetzt jemand kommt. Die kommt immer. Egal, ob jemand da ist oder nicht. Trotzdem scheiße die Musik. Das ist die einzige Musik im Spiel, sag mal. Die einzige Musik, die von alleine kommt im Spiel. Sag mal nicht scheiße zu ihr. Ja, ja. Nenn mich asozial oder sonstiges. Ich bin so. Ist da jemand müde? Nee, rede. Jetzt kommandiert er mich ja auch noch herum. Wenn ihr das hören könntet. Echt. Vielleicht hören Sie, das Mikrofon ist ziemlich gut. Erst geht er mich hier an und dann kommandiert er mich hier noch herum. Aber selber gehen. Ich hab nicht gegeben, du kannst mir gar nichts. Ja, ihr kennt das bestimmt, dass Gena irgendwie ansteckend sind. Wenn dich jemand angeht und... Dann musst du auch gehen. Finde dir Ausreden. Ich finde immer eine Ausrede. Ich bin eine Frau, gottverdammt. Sieht für mich wie das Ende der Welt aus. Nein, das ist definitiv nicht der Strand. Oh, ein Loschi. Nicht wegrennen, Loschi. Ich will dich doch nur essen und braten. Ich will dir nichts Böses. Mal ein paar Steinchen einsammeln, damit wir... Bin ich voll, oder was? Geht doch! Hier wäre eigentlich ein perfekter Ort zum Lager aufschlagen. Weil hier Essen ist und... Verdammt. Gott verdammt. Da
Alter, der Typ ist so dämlich. Ich glaube, hier unten werde ich das Lager aufschlagen. Oder was meinst du? Spiel einfach. Spiel so, wie du es für richtig hältst. Jetzt lässt er mich hier komplett alleine mit meinem ersten Let's Play und Dein zweites, meine Liebe, dein zweites. Oh, jetzt wird er auch noch zum Klugscheißer. Außer mal ein kaltes Wasser werfen wir auch mal gut. Mach dich lieber mal nützlich und mach mir einen Kaffee, ja? Ich muss erst mal richtig wach werden. Meine Stöcker rollen weg. Komisch. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich unser Lager aufschlage. Ich suche gerade verzweifelt. Ich würde dir sagen, schreibt es unter die Kommentare und sagt mir, wo ich das Lager einschlage, aber ich glaube, dann ist es schon zu spät. Würdest du mir bitte die Wegrichtung leiten, wo ich zum Strand komme? Nicht da. Wow, danke. Das war jetzt so hilfreich. Spiel einfach mal alleine. So hilfreich ist er bei mir. Ist er nicht charmant? Ist er nicht charmant? Allmählich wird's Nacht. Nee, noch nicht, aber sieht schon recht dunkel aus hier. Ja, ist heute recht still. Das ist echt komisch. Sonst ist er auch nie still. Und weiß alles besser. Hm? Da grinst er mich nur an. Der Gute. Gott verdammt, diese Steuerung ist echt komisch, wenn man nur Xbox zockt. Spielberg backt immer noch ein bisschen rum. Das ist gerade recht merkwürdig. Oh, ein Lusch. Also jetzt habe ich wirklich komplett die Orientierung verloren. Das ist wirklich episch. Das ist wirklich toll. Aber hoffen wir mal, dass ich sie wieder finde. Hoffe ich's. Du brauchst gar nicht mit dem Kopf zu nicken. Ja, da schüttelt er nur mit dem Kopf. Hab gerade das Gefühl, er macht sich ein bisschen lustig über mich. Er hat in Wirklichkeit was gegen Mädchen. An alle Mädels.
Und da höre ich auch die Vögelchen zwitschern. Charmant. Ist das eine Frau? Und da rennt sie weg. Ja, Jungs und Mädels, ne, ich würde ja mal sagen, das war's jetzt fürs Erste und wir hören uns später.